Und jetzt ein Wort Robert Luger von der FPÖ. Vor dem Herrn Kern, der jetzt abwesend ist, der ja mittlerweile laut Statistik der Abgeordnete ist, der nie da ist. Das wissen wir jetzt, seit diese Statistik auch offiziell ist. Und da möchte ich ein paar Monate zurückschauen. Ich kann mich erinnern, wir haben hier im Hohen Haus diskutiert über das Problem des Glyphosat. Ist ein Gift, das die Menschen schädigt, das die Umwelt schädigt. Und der Herr Kern hat sich damals rausgestellt und hat die Regierung beschuldigt, zu wenig zu tun, um dieses Gift, dieses Menschengift zurückzudrängen. Und gleichzeitig war der Herr Kern der größte Verursacher der Ausbringung dieses Giftes bei der ÖBB. Unter seiner Ägide wurden 10 Tonnen dieses Giftes ausgebracht und das wusste er. Und trotzdem hat er die Regierung angeklagt, dass sie zu wenig tut. Und erst sein Nachfolger hat damit aufgehört. Und das ist diese Unehrlichkeit, von der ich spreche. Und auch heute wieder. Der Herr Kern stellt sich hierher und begrätelt eine vernünftige Maßnahme, die auch im Plan A steht und die er auch selbst bei der ÖBB nicht nur toleriert hat, sondern auch noch befördert hat. Das heißt, bei der ÖBB war der 12-Stunden-Tag und ist der 12-Stunden-Tag alltäglich. Und er stellt sich hierher und behauptet, dass das schlecht ist für die Mitarbeiter. Und das ist diese Unehrlichkeit, von der ich spreche. Und das haben wir jetzt von der SPÖ mehrfach gehört. Und es geht ja überhaupt nicht um die Mitarbeiter. Es heißt immer, die Mitarbeiter. Und wie können wir den Mitarbeitern zumuten, dass sie freiwillig 12 Stunden arbeiten? Denn bei der ÖBB geht das. Unfreiwillig. Wir wollen es ja freiwillig. Bei der ÖBB kann man auch unfreiwillig 12 Stunden arbeiten. Da ist es kein Problem. Und dann ist die Frage, wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist ganz einfach. Wenn die Gewerkschaft das verhandelt, sind 12 Stunden super. Wie bei der ÖBB. Wenn das jeder selbst für sich entscheidet, ganz persönlich, nach seinen eigenen Bedürfnissen, dann ist es plötzlich schlecht. Und warum? Es geht nicht um die Gesundheit der Mitarbeiter. Nein, es geht um die Gesundheit der Gewerkschaft. Genau um das geht es. Es geht darum, dass die Gewerkschaft einen Machtverlust fürchtet, wenn das passiert, was wir wollen, nämlich ein Miteinander zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ein Miteinander. Fällt Ihnen was auf, liebe Gewerkschaft, wenn es ein Miteinander gibt? Da braucht man keine Gewerkschaft mehr dazwischen als Spaltpilz. Da brauchen wir nicht mehr jene, die das Ganze auseinanderdividieren, denn wir wollen Miteinander und nicht Klassenkampf. Wir wollen Selbstbestimmung und nicht Fremdbestimmung, was Sie wollen. Und genau das ist das Problem, vor dem wir stehen. Wir haben das Problem, dass die Gewerkschaft sich eine Partei hält und diese Partei mit dem Herrn Kern nichts zu blöd ist, um die Macht der Gewerkschaft abzusichern. Wir können nichts dafür, dass der Gewerkschaft die Mitglieder davonlaufen. Das liegt einzig daran, dass die Gewerkschaft sich letztlich überlebt hat mit dieser Blockierpolitik, mit diesen Mauern und all das, was nicht von der Gewerkschaft kommt, einfach ablehnt. Genau, das ist es, die sozialistische Ideologie. Und das hat sich überlebt. Und man sagt ja, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und genau das ist das Problem der Gewerkschaft. Und das Allertraurigste ist, dass die SPÖ sich einspannen lässt von der Gewerkschaft, dass es da draußen Menschen gibt, die das auch noch glauben, dass man in ihrem Interesse kämpft. In Wahrheit kämpft man nur für die eigenen Freunde. Und dann Menschen auch noch zu Steinen greifen, zu Pflastersteinen und möglicherweise durch ihre Rede und durch ihre Art, die Leute aufzuhetzen, dann hier ein Widerstand entsteht gegen ein vernünftiges Gesetz, das im Interesse aller ist und uns alle näher zusammenbringt. Das will die Gewerkschaft nicht. Die Gewerkschaft will uns auseinanderdividieren und das ist das Problem. Und zum Schluss noch einen Satz. Ich bin sehr, sehr froh, dass Bruno Kreisky einen Christian Kern nicht mehr erleben musste. Vielen Dank. Der SPÖ geht es nicht um sachliche Kritik an dem Gesetz, sondern bloß um die Verteidigung der Pfründe der Gewerkschaften. Diese hätten sich aber überlebt und seien heute überflüssig, sagt Robert Luger von der FPÖ.